Ich bin Imogen Comrie aus dem Dukaskovi TV Center mit einer weiteren Ausgabe des Wirtschaftskalenders, wo wir den Blick auf für Montag, den 13. Oktober geplante Wirtschaftsnachrichten werfen. Die Märkte sind am Montag in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan wegen jeweils Kolumbustages, Thanksgivings und Gesundheits- und Sporttages geschlossen, sodass der Zeitplan ziemlich schlicht ist. Der erste Punkt kommt um 23:01 Uhr. Wenn britische BRC-Einzelhandelsumsätze für September erscheinen, flächenbereinigter Umsatz verdeutlicht im August einen starken Anstieg. Der japanische Unternehmenswarenpreisindex für September folgt um 23:50 Uhr. Der August-Index kam etwas niedriger als erwartet, weil rückläufige Erdölpreise wachsende Elektronikpreise teilweise ausgeglichen haben. Und um 12:30 Uhr nachts steht das Geschäftsvertrauen der Nationalbank Australiens für September zur Verfügung. Das Vertrauen hat im August gegen des 10-Monats-Hochs im Juli nachgelassen. Auf Wiedersehen.